Was hast du denn jetzt bezahlt? 10 Riesen? 12. Und will denn von uns auch noch die Ressourcen dafür haben? Ja, das glaube ich jetzt alles nicht, ja? Heizabschneider. Ach, Susi-Leinchen, das ist wie im richtigen Leben. Ja, darum ja. Nein, der. Zu spät, Heiko. Zu spät. Was sagt Heiko? Was auch immer. Ich glaube, er hat einen Lag von weiß ich nicht wie lange. Also es dauert ganz schön lange. Die ist immer noch nicht da. Die Caroline. Wo ist die denn? Wo bist du denn? Ich bin gerade im Laden, aber da sind nur Pierre und Abigail. Okay. Keine Caroline. So. Nein, ich habe da schon überlegt, tatsächlich. So. Mein Bester, du musst jetzt hier gerade mal, weißt du, was du tun musst, ne? Werkzeuge verbessern. Und zwar hätte ich ganz gerne... Nö, die habe ich ja gar nicht. Siehst du, ich habe kein Geld. Das ist alles. Und dir fehlen 125 Talerchen. 225 Talerchen. Okay. Kann man die auch einzeln weggeben? Kann man die Iron Bars auch einzeln weggeben? Würde die auch einzeln verkaufen? Wie meinst du das sonst verkaufen? Im Fünferpack oder was? Ja, nee, ich will nicht, dass er dann auf einmal alles verkauft, ne? Ja, genau. So, dann hätte ich jetzt ganz gerne die Stahlaxt. So. Stahlaxt im Sack. Du hast deine Stahlaxt im Sack? Nein, aber die habe ich jetzt abgegeben. Du hast deine Spitzhacke abgegeben, ne? Wird heute nicht mehr fertig werden. Fauler Sack. Immer Ärger mit dem Personal. So, schau doch mal beim Arzt nach. Achso, ich bin über die Brücke, weil wir sind beim Arzt. Ja, ich habe das schon gesehen. Hast du hab gelesen, noch die Wolke gesehen, die du hinterlassen hast. Ja, sorry. Die Staubwolke. Boah, Heiko hat aber ein Leck, du. Wir sind schon lange wieder raus. Da schreibt Heiko. Ja, das ist natürlich ärgerlich, ja. Heiko, du solltest vielleicht deinen Stream mal aktualisieren. Weil dein Leck ist schon ganz schön. Bist du jetzt bei dem Arzt reingegangen? Ja, oder? Weil er gesagt hat, da könnte Caroline sein. Ach Gott, welchen haben wir? Oh, gestern hatte schon wieder Manis Geburtstag, na toll. Ja, wen interessiert Mani? Die Shorts aus ihrem Schlafzimmer haben wir. Ich habe übrigens den Harvey im Stream geheiratet. Im Spiel. Na, ich wollte ja Susi heiraten, also von daher, von daher hat sich das jetzt so ein bisschen... Wo kann denn die sein, sag mal? Wollen wir mal die Map aufmachen? Ist das ihr Haus? Keine Ahnung. Und davon jede Menge. Hier ist keiner. Da oben wer? Nee, da ist die andere. Emily. Keiner da. Wo könnte die denn noch sein? Ey, ich such doch jetzt nicht den ganzen Tag nach dieser Frau. Kann es auch sein, dass die unten am Wasser ist? Gut, dann pass auf, dann gehe ich gucken am Wasser.
Nee, hier ist nur Elliot. Wiedersehen. Der Schönling. Weißt du, sie quatscht mich voll, dass sie den Kram braucht, um da ihre Kürbisse zu schnitzen. Und dann ist die noch nicht mal Heme. Ja, dann würde ich ihr das sagen. Dann ist die noch nicht mal Heme. Das ist ja... Wo könnte man die noch suchen? Ja, irgendwann haben wir doch die ganze Karte abgeklappert. So, erstmal gucken wir jetzt mal... Oder tut die da gerade beim Zauberer fremdögeln? Pierres Gemischtwarenladen zu Hause von Pierre, Caroline und Abigail. Ja, da waren wir ja gerade in dem Laden. Mittwochs geschlossen. So, ja. Da ist... So, aber wo sie jetzt sich rumtreibt... Du bist aber schon ziemlich weit weg. Was? Nie nicht. Und davon abgesehen, dass wir jetzt hier kein Geld haben, aber... Was? Ich sag nix. Was? Ich atme gerade in einer Plastiktüte. Wo hast denn du das Geld gelassen? In meiner Stahlaxt. Okay. Na, Bürgermeister, was ist hier Sache? Wieder ein Höschen weg? Das siehst du jetzt, dass das ganze Geld weg ist. Ja. Ich war sehr damit beschäftigt, der spricht mit mir nicht mit, weil er genau weiß, da ist was. Ich war damit beschäftigt, Caroline zu suchen. Du hast sie vielleicht auf dem Spielplatz? Ich kann ja mit ihm quatschen, das ist unglaublich. Auf dem Marktplatz soll ich nochmal schauen. Ich habe ein Träubchen gefunden. Ja. So, ich wäre jetzt auch auf dem Marktplatz. Ist es die alte Fregatte hier? Nee, ne? Nee, die mit den grünen Haaren. Evelyn, nee, siehst du? Die alte Fregatte. Sag mal. Ist das die alte Fregatte, genau. So, hier ist verblauet. Das ist Emily. Ja, genau. Irgendwann habe ich die Haare auch drauf. Die mit der Grün ist. Daisy freut sich. So, wer bist du? Gar keiner da, okay. Bitte unverschlossen. Halt! Halt, halt! Nimm mich mit. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich suchen soll. Och, nee. Dann mach das mal. Ich geh schon. Wiedersehen. So schnell. Die hatte ich schon. Durch. Die hatte ich doch schon. Um 19 Uhr in der Kneipe, weil Freitag. Oh, da ist er ja. Guck mal. Oh. Da müssen wir wegen dir extra in die Kneipe flitzen, ja? Ja. Vielleicht ist sie auch inzwischen schon nach Hause gekommen und ist am Kürbis zu schnitzen. Also ins elterliche Schlafzimmer komme ich nicht rein. Und die Küche, warum ist eigentlich die Küche immer in Bagdad? Kannst du mir das mal erklären? Kia geht jetzt in die Kneipe, oder was? So, wo sind wir denn hier? Die sind hier sogar okay. Alle nett zueinander. Das gibt's doch gar nicht. Sag mal, wo ist denn die Eule? Der Kürbis wird langsam faul. Ey, Hauptsache, wir kriegen unsere Kohle. Och. Dieser Bürgermeister... So, dass sie das nicht sieht, dass er schon ein bisschen angeschlagen ist bei der Suche. Ich hab sie. Komm. Oh. Ich brauch nur runterlaufen. Nicht weglaufen. Warte doch, ich hab deinen.
Jetzt kommen wir doch endlich in den Laden. Quatschen. Oh, scheiße, jetzt da kommen wir nicht mehr rein. Doch, wir kommen noch rein. Komm mal her hier, du, Babe. Oh, ist denn das für eine arrogante Zicke? Du musst die Kürbis in der Hand halten schon. Oh, ich bin jetzt mitgeflitzt. Alter. Ach, jetzt halt. Oh, Abigail wird sich glücklich sein. Ja, vielen Dank. Bitte schön. Wiedersehen. So, ich habe meinen abgegeben. Du auch? 500. 500, Susi. Ja. Ja, so, das hat sich gelohnt. Das ist ein guter Durchschnitt, wenn man da den ganzen Tag hier rumflitzt. So, Susi-Leinchen. Wir werden jetzt nach Hause gehen. Ein Ründchen schlummern und dann werden wir mal uns um unseren Hof kümmern. Weil der sieht schäbig aus. Ach so. Und aber erstmal schlafen wir eine Runde, dann machen wir eine kleine Pipi-Pause, damit unsere Chrissy auch gut versorgt ist. Das ist 19 Uhr? Ja. Na gut, dann gehe ich erstmal zu den Türchen. Gut, ich schmeiß noch mal ein bisschen Gold ins Feuer, okay? Wenn nicht da ist, bleibt draußen. Bist du brutal zu unseren Tieren? Die haben, weißt du, was die gekostet haben an Kohle? Ach, die Miezekatze ist bei dir. Gott sei Dank, habe ich mal Zeit, den Wetterbericht zu gucken. Willkommen bei Katze. Neuigkeiten, da. Und jetzt Wettervorsorge. Es wird wirklich, ich muss morgen wieder Gartenarbeit machen. Du arme. Na, dafür steigt jetzt aber. So, ich lieg schon wieder sehen. Guten Nacht. Ey, Katze, raus aus meinem Bett. So. Wildbär, Wildbär. Guck mal, für diese Brotstange haben wir 60 Gold gekriegt. Wollte ich dir nur mal gesagt haben. Ich habe erstmal Sammeln Stufe 4. Aber ich war nicht diejenige, die ihn gesammelt hat, Leute. Das macht dir zu schaffen, ne? Das macht dir so richtig zu schaffen. Ich finde das eklig. Auch wenn es nur Pixelbilder sind. So, Hahn, du hast ja gekriegt, ich war vor dir wach, erzähl nicht. Aber wir werden jetzt einmal Pause drücken. Ja, so. Da wir ja momentan keine Pickaxe und nix haben, Dankeschön. Hast du auch Post? Nein. Andrina, ich bin wirklich froh, dass du ein Teil unserer Gemeinde geworden bist. Ich habe einen Scheck über 500 Gold der Sterntautaler Agrarfonds beigelegt, um dir zu helfen, weiterhin gute Arbeit zu leisten. Vielleicht kannst du damit ein neues Saatgut kaufen. Grüße, Luis. Neues Saatgut. Momentan ja, haben wir hier noch... Würden, ne? Ja, ein bisschen was haben wir. Ja, aber für die Wintersaison auch? Da werden wir uns dann was Neues holen, oder? Friert der Fluss, zurück, Chrissy. Friert der See hier zu, oder? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Nicht, dass ich wüsste. Aber dann Nummer 3. Ich verstehe den Sinn noch nicht. Warum der denn Nummer 3 nimmt. So, du hast bestimmt noch jede Menge in deiner Einlagerkiste, ne? Mhm. Natürlich. Wer hätte es gedacht? Du sag mal, diese Bleirute, die brauchst du nicht mehr, ne? Und die Kristalldolch, den brauchen wir auch nicht mehr. Und das Ding gehört doch, die eine Sense, die gehört doch mir. Ja. Wieso hast du die denn? Du hast du doch eingetragen, hallo? Verwirrt und mir die Schuld geben. So fängt es an. Selbstverständlich.
Wem Nein, sonst, ich weiß nicht, warum du die da auch reingepackt hast oder warum die da drin ist. Ich weiß, es kann auch sein, dass ich die aus deiner Kiste genommen habe. Aha. Weil ich mal jetzt wieder nicht kommen wusste. Wir der Sache schon wieder näher, ne? Ich habe damit kein Problem, das weißt du. Erstmal auf die andere Art versuchen. Ja. Warte mal, hier können wir da auch noch ein bisschen was verkaufen. Wir verkaufen alles außer goldene Sachen. Warte, erstmal muss ich mein Inventar leer machen und dann können wir verkaufen. Wir werden jetzt schön verkaufen, damit wir genug Geld haben. Ach, die Kühe müssen noch gemacht werden, ne? Ich kümmere mich um Verkaufen und du Kühe und so. Ja, wenn ich das fertig ist toll. Gießen, ist auch die Kuhle dran. So, dann haben wir hier jede Menge Pilze. Da würde ich dann auch die nur mit den goldenen behalten. Ja, ich guck jetzt nur, ich bin jetzt ein bisschen, ob ich alles gegossen habe. Beziehungsweise silbernen. Was mache ich denn mit den Bären? Kommen die in die Shippingkiste, außer die goldenen? Ein paar Bären mach erstmal irgendwo rein. Und in meine Einlagerkiste. Oder in deine Einlagerkiste. Mal eine Frage, Daisy. Wie kann ich denn Saatgut machen? Kohlebrennofen, Einmachgefäß, Recyclingmaschine, Mayonnaise. Okay. Schmelzofen. Ich kann hier keine. Ich habe nichts, womit ich Saatgut machen kann. Kohle. Ich brauche Platz im Inventar. Nein, ich möchte die Weintraube nicht essen. Was da rein? So. Das kommt da raus. Wir haben hier jede Menge Zeug drin, ne? Alter, daus. So, du kommst da rein. Du. Ach, warte. Kommst du auch noch rein? Ich werde mal unsere Kisten ein bisschen ausmisten. Ja, bitte. Ja, schon, aber wo drinne? Wo drin macht man denn, wo draus macht man denn Saat? Das lasse ich mal noch, damit ich damit Früchte machen kann. Ich würde gerne noch eine Marmeladendingsbums machen. Ja, ich deswegen dieses Einmachdings würde ich gerne noch machen. Holz. Hast du noch Holz in der Einlagerkiste? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Holz? Doch, müsste eigentlich drin sein. Habe ich schon rausgenommen. Ja. Wir brauchen Holz. Okay. Holz. Dann mache ich Holz, dann werde ich was besorgen. Kein Problem. Was, den Käse verkaufen oder mitbringen? Verkaufen bitte. So, die Trulla arbeitet da drinnen schon im Hühnerstall, ja? Hast du gesehen, ja. Hat Krach gemacht am Vormorgen. Ach je. So, Nummer 7 ist der olle Käse essen. Nein, nicht essen. So, dann habe ich das gemacht. Was hatte ich gesagt? Ich hacke Holz, ne?
Ja, bitte. Sammelstufe 7. Welche Sammelstufe habe ich denn? Ich habe erst 5. Ich habe 5, deswegen können wir das noch nicht machen. Ah, ich habe auch gerade, guck mal. Ah, jetzt habe ich auch gerade gesehen, wo ich den... In der Geldbörse habe ich jetzt den Schädelschlüssel. Aha. Aha. Red du mal. Ach ja, stimmt. Ich kann ja das Ding nicht machen. Weil? Sonst ist ja meine Hacke nicht gut genug. Ja, meine war aber auch noch nicht gut genug. Mach dir keine Sorgen. Nö, ach. Ich nehme dann hier das Kleinkram, was hier rumliegt. Meine Hacke war auch nicht gut genug. Nein, ich möchte das Ding nicht essen. So, dann werde ich jetzt hier vorne mal ein bisschen ausmisten. Hier, das weg. Das, nee, das behalten wir. Davon haben wir nämlich nur das eine. Das weg. Du gehörst hier nicht rein. Das weg. Das weg. Das weg. Chili weg. Das weg. Das weg. Radieschen weg. Pastinaken können weg. Also wenn ich das so richtig verstehe, brauchen die Bäume nur, also wenn du drei diese roten Karos, Vierecke da rausgehen, Quadrate sagt man dazu, ja, dann hättest du den richtigen Abstand. So sind sie hier jedenfalls gepflanzt worden. Ja, das, was ich gepflanzt habe, war wahrscheinlich doch nicht richtig. Okay. Da wird der Heiko wahrscheinlich doch recht gehabt haben. Ja, du, dann ist das so. Aber ich würde das ganz gerne noch ein bisschen so laufen lassen. Ja, warte gucken. Mal. So. Du kannst weg, du kannst weg. Okay. Und jetzt bei den Kürbisse, die lasse ich komplett, das lasse ich. So, ich würde jetzt auch nicht allzu viel von den Machen wegmachen, sonst wissen wir nicht im Winter Bescheid, weißt du? Da kommt ja wieder neue, kommen wieder neue Bäume, mach dir keine Sorgen. Nein! Oh, jetzt habe ich beinahe die ganze Kohle weggehauen, ey. Ups. Ja, ja, keine gute Idee. So, ich pack das mal. Ich geh mal gucken, ob unsere Sachen fertig sind oder kriegst du nur deine? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die schon fertig sind. Also, ich meine, du kannst gerne gucken gehen. Das kostet nichts, aber es ist eh erst 7.30 Uhr. Genau. So. Ist eh erst 7.30 Uhr. So, Baumaterialien. Dann machen wir mal die Kerzen mit rein. So, jetzt habe ich jede Menge Zeug weggemacht. Marmeladen sind am Laufen. Das war hier dieser Kohlebrennofen, ne? Ja. Macht nur den Steinweg weg um die Bäume. Bekommt ihr angezeigt. Okay, ich mach die weg. Wen, die Steinbeete? Die Steine wegmachen. Kann ich nicht. Aber ich. Kann dir da nicht helfen. Bin schon auf dem Weg. Aber guck mal, der wächst doch. Der ist doch gewachsen hier. Wo bist du? Ja, bei den drei Steinen. Der linke ist doch gewachsen. Der linke ist doch schon gewachsen. Ja. Siehste. Also. Oh, der war lange. Müssen die gegossen werden, sag mal? Nein. Wird aber nicht größer. Weiß ich nicht, wir spielen zu wenig, Heiko. Du musst mal davon ausgehen, dass wir nur, wenn wir jetzt aufnehmen oder streamen, spielen. Ja, wir spielen nicht ununterbrochen. Das ist genauso wie bei jedem anderen Spiel, was ich bei mir auf dem Kanal habe. Das wird meistens nur im Stream oder in der Aufnahme gespielt. Und ansonsten wird das Spiel nicht berührt, weil ich einfach denke,
ihr kriegt dann zu viel nicht mit und zu viel Offscreen machen, finde ich persönlich jetzt nicht so schön, ne? Krokus und Kristallfrucht und Süßkartoffel, ja, die fehlen uns, das stimmt. Das sind die Sachen, die uns fehlen, das stimmt. Jetzt einfach mal diese toten Äste hier weggenommen. Ja, das ist gut. Denn die können ja nicht hier liegen bleiben. Guck mal hier, diese ganzen Bäume, die werden nach und nach erst wachsen. Erst wenn die großen weg sind, wachsen die kleinen nach. Ich würde ja gerne... Oh. Oh, gemischte Saat. Würde ja gerne. Ja, erzähl ruhig. Ein Steinweg hier legen. Ja. Damit wir nicht jedes Mal... damit das nicht jedes Mal zuwuchert. Das Problem ist, woher sollen wir diese... Kristallfrucht und Schneesüßkartoffel bekommen, das ist unser Problem. Na, wahrscheinlich in der Mine. Meinst du, kriegen wir das in der Mine, wenn man... Nee, meine ich nicht, das weiß ich nicht. Das würde mich jetzt aber auch nicht wundern, wenn es der Fall wäre. So, na. Es liegt da... So wie die Nüsse. Also müssen wir doch auf den Winter warten. Da, Steinwege. Erst im Winter findet ihr es. Genau, Christi schreibt schon. Also wir müssen, also bis zum Winter sind noch 8 Tage. Aber was mir vorhin in der Pause so mal eingefallen ist, wir haben doch, ich habe vorhin bei diesem... Ach nein, was mache ich denn? Bei diesem Verkäufer da am Dings. Unten an dem Wagen. Wann ist der jetzt auch gerade da? Weiß keiner, ne? Nein. Soll ich mal gucken gehen? Ja, wir haben die 1000 Euro für den Kugelfisch. Dann müssen wir den schon nicht mehr fangen, ne? Ich glaube aber nicht, dass du den kaufen kannst. Ich glaube, du musst den echt fangen, oder? Doch, man kann den. Ich konnte den. Hätte ich vorhin das Geld gehabt, hätte ich den gekauft. Okay. Aber fehlt jetzt nur der Kugelfisch oder fehlt dir noch Nein, was anderes? Nein, da fehlt noch mehr. Aber ich. Wenn ich mich recht entsinne, war der ziemlich schwer zu fangen. Siehst du, Chrissy hat ihn auch. Der ist freitags und sonntags da. Heute ist Samstag. Susi, ich mache hier mal so einen Weg durch. Damit der Weg hier, wenn wir runtergehen wollen, da nicht immer zugewachsen ist. Ja, ja. Wir haben eine Laternchen bekommen. Ja, von der Zeitung. Von der Zeitung kriegt man tatsächlich... ja, 3 Stück. Ja, in die schwarze Kiste. In die schwarze Kiste. So, mal gucken. Packen wir da gleich noch was rein. Von der Zeitung kriegt man diese... 5. So, theoretisch sollte jetzt dieser Weg hier nicht mehr zuwachsen, dass wir hier unten immer schön hingehen laufen. Den Kugelfisch. Sommer bekommt man ihn. Ja, ja, aber ich kriege ihn nicht geangelt, garantiert nicht, bin ich mir ziemlich sicher. So, hier müsste ja auch bald noch was kommen. Kürbisse müssten hier noch kommen. Mais.
Die stehen so eng beieinander, die kriegst du gar nicht auf, die Viecher. Ich will dich nicht auffahren. Die, die, die. 41 Gold haben wir schon, das ist ja heftig. Du weißt, ach so. So, wir haben hier noch. Aber davon kannst du doch bestimmt die Hälfte verscheuern. Sonnenblumensaat, Sommersaat, Sternfruchtsaat, gemischte Saat, Melonensaat, Herbstsaat. Die hätten wir jetzt im Herbst dingsen sollen, ne? Blumenkohlsaat, Geschwindwachs. Wieso haben wir hier Holz drin? Okay. Du kommst da rein und du kommst da rein. Aber wir haben jetzt fast alles fertig. Oh, guck mal hier, was ist denn das? Oh, Stoff haben wir bekommen. Okay, dann kann ich ja da noch eine Ladung reinmachen. Ja, eine Zeitung. Die haben Stoff bekommen, die mache ich mal hier bei der Saat mit rein. So wie den Aal. Ja, bei dem Aal habe ich auch ewig gebraucht, ne? Ja, ist aber sonst, das ist sonst keine Herausforderung. Also. Sag mal, hatten wir nicht vorhin noch Geoden? Ach, die hast du schon geknackt, ne? Die habe ich schon knacken lassen, genau. Ja, da war ja was. So, wollen wir noch ein bisschen angeln gehen, Susi? Ja, machen wir. Dann habe ich jetzt die Zeit gestoppt, dann gehen wir jetzt mal ins Meer angeln. Lass mich bloß mal hier die Viecher zumachen. Ja, dann können wir nachher. Also ich habe jetzt die Zeit ein bisschen angehalten, damit wir auch ein bisschen Nachtangeln machen können. Mhm. Gemeindehaus braucht Stoff. Cool. Dann muss ich den nachher gleich. Oh. Warte, ich mach's gleich, bevor ich es vergesse. Dann werde ich den Stoff gleich hochmachen. Komm gleich. Ich laufe schon mal zum Meer vor. Mhm. Buch. Ein Buch bekommen. Dann kommt. Ach nee, das wollte ich das. Ach nee, bei der Saat hatte ich das reingemacht. Wo hast denn das her, das Buch? Was war da jetzt für eine gelbe Schrift? Was stand da auf der gelben Schrift? Das weiß ich nicht, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich auch nicht. Wer hat's gelesen? Ich habe Regenwürmer geschlagen. Deswegen habe ich das. Ah, okay. Hat jemand gelesen, was auf der gelben Schrift stand? Nee, ne? Irgendwas hatte gelb neben mir geleuchtet. Oh, guck mal, eine Alge. Ich hab's auch nicht gesehen. Susi verkauft mal die Hälfte Gold. Heimlich, dass es Andrina nicht sieht. Ja, die Hälfte, deshalb wollte ich ansprechen, dass wir doch die Hälfte verkaufen. Dann mach. Ich kann das auch wirklich nachholen, das wäre jetzt kein Thema. Und Mach, mein Kind. Dann mach. Hat du Kohle. Oh, ich habe Müll geangelt. Ja, also doch reift. Buch gefunden und zum Museum hinzugefügt. Ah, okay, danke. Das stand in der gelben Schrift. Buch gefunden und dem Museum hinzugefügt. Jetzt sucht Susi sich ein Plätzchen, wo sie nicht in der Kamera ist. Oh, das ist jetzt nicht wahr. Du weißt, beim Angeln muss man so. Oh, jetzt ist ein Treffer da, ich glaub das nicht. Mann! Ich und. Aggressionen. Was ist das für ein Drecksfisch da mal?
Das ist der Kugelfisch, der wehrt sich. Eine Brille habe ich geangelt. Was ist das für ein... Den kriege ich doch nie. Oh Mann, oh. Du sollst da bleiben, hat Heiko gesagt. Ich soll da bleiben? Ja, damit er das sieht, was du fabrizierst. Ach so, ja, ich komme gleich, ja. Ich kann nicht angeln. Das ist das Ärgerliche an der ganzen Geschichte, was du fabrizierst. Ich krieg diesen Fisch nicht geangelt, ne? Was auch immer das ist, hab ich eine CD geangelt. Ach, Mann. Er fängt schon hiermit an, dass das Ding nicht gerade geht. Plopp. Oh, eine Joja-Dose. Ich bin stolz auf dich. Ich sage, ich bin Reft. Oh, Reft hat auch das Update. Ich muss da nochmal genau hingucken, was bei Reft bei dem Update war. Ja, guck mal. Ich angel. Was wollt ihr eigentlich? Klappt doch. Läuft. Susi holt den Dreck aus. Ich sage, ich bin Reft. Mit Holzangel hast du es, ne? Ja. Das ist dein Ernst? Deine auch. Oh, shit. Die schreibt einfach immer fleißig weiterüben. Ich war am Anfang auch so echt mies. Oh, was? Es ist schon die dritte. Oh, du hast eine Sardelle. Ja, die dritte schon. Ich habe noch gar keinen Fisch geangelt. Falsche Richtung. Ja. Was macht er denn da für einen Schwachsinn, sag mal? Unglaublich. Die dritte Sardelle habe ich schon. Ich habe auch eine gefangen. Meine erste Sardelle. Jeder Fisch zählt. Ja, klar. Den können wir verscheuern. Aber was ja hier klasse ist, du hast ja keinen Hunger und keinen Durst, ne? Ja, das ist... Oh, Max. Maximum. Die zweite zerbrochene Brille ist unglaublich. Zieh, Susi, zieh! Eine blöde Sardelle ist die vierte, zeig mal an, die vierte Sardelle. Hat das Meer nur Sardellen drüber? Und ging aber ruck. Ich weiß nicht, mit was ich da kämpfe, aber es ist nervig. Du wirst es nicht glauben, ich habe einen weißen Thunfisch, aber ich brauche nur einen Thunfisch, ne? Das ist doch klasse. Es zählen nicht nur die Fische, die du rausziehst beim Angeln, sondern auch alles andere. Ah, okay. Ne, was ist denn? Ist der Köder abgefallen oder warum beißt keiner? Ich hatte dich, Fisch! Vergangenheitsform, ne?
Adele. Hallo Grit. Ich hoffe, dass das jetzt besser klappt und der Stream nicht stehen bleibt. Das ist schön, dass du wiedergekommen bist. Neuer Rekord für die Sardelle. Na toll. Wie viel? 10 Zentimeter oder was? 28. Okay. Nein, nicht schon wieder. Mach nicht sowas mit mir. Mach doch nicht so was mit mir. Was für ein Rotzfisch. Das wird niemals meine Lieblingsangelegenheit werden. Also in diesem Spiel definitiv nein. Wie kann man nur so ein beklopptes Angelspiel da reinsetzen? Also das ist ja... Was war das? Eine CD. Ich auch. Da hat einer seine Sammlung loswerden wollen. Ja. In dieser digitalen Welt. Och, Menno. Entschuldigung. Ach, das gibt's doch gar nicht. Für einen Seetang so lange dran zu hängen. Wird alles verscheuert nachher. Kannst du mal die Uhr weiterlaufen lassen? Vielleicht muss es ein bisschen später in der Stunde sein. Mach ich sofort. Dann trinke ich gerade mal einen Schluck. Du sollst die andere Angel versuchen. Hast du beide mit? Nee, ne? Nö, nur die Anfängerangel. Ich krieg das nur nicht mehr mit der Anfängerangel hin. Wie soll ich denn das mit einer Fortgeschrittenen hinkriegen? Vielleicht funktioniert die besser. Oder ich hole mir eine Magnum und schieße die Fische ab. Vielleicht geht das besser. Susi, pass mal auf. Guck mal hier. Ja, ich gucke. Kann ich die nicht geben? Ach nee, ich kann dir die Angel nicht geben, ne? Nee. Schade, ich hätte dir gerne die Angel gegeben. Ich krieg diesen Fisch nicht in dieses Gelbe. Ach, nur ein 5 cm Sardelle. Und dafür kämpfe ich. Na, das glaube ich jetzt nicht. Du kannst ja mal eine Bombe ins Meer werfen. Das ist aber auch ein Spiel für Blöde, sage ich dir doch. Da. Ich kann dir die leider nicht geben. Ich wollte dir die Angel geben, aber das geht nicht. Das können wir nur bei Kiste machen, dass du die aus der Kiste nimmst. Das gibt's doch gar nicht, sowas. Sag mal, da kommt ein Dreijähriger, knirps besser bei weg wie ich. Nun, heute noch. Oh, schon wieder Treffer. Der 38 cm Sardelle.